An diesen Abschluss hat Marie selbst nicht geglaubt. Okay, Marie, ganz herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Zertifikat. Ihre Eintrittskarte für den ersten Arbeitsmarkt. Marie hat das Down-Syndrom. Ihr Gehirn arbeitet langsamer. Aber sie hat Glück. Schon mit 3 Jahren fördern ihre Adoptiveltern sie, wo es nur geht. Wo ist das? Ja, richtig. Ja, genau. Machst du es dran? Lernen, das mindestens doppelt so lange dauert. In der Schule mit 10 zeigt sich, Marie hat eine Mathe-Schwäche. Das ist typisch für Kinder mit Down-Syndrom. Du sollst ja Plus rechnen, ne? Sie muss kämpfen und lernen, sich durchzusetzen. Und manche Sachen kann ich hier nicht so gut, wie ich Down-Syndrom habe. Bist du schon mal geärgert worden von anderen Kindern? Natürlich. Und die ärgern mich immer, die treffen mich immer. Und was machst du dann? Da wehre ich mich. Die Eltern glauben an Marie, wollen, dass sie ein ganz normales Leben führt, statt aus der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Diese Kinder haben eine Standardzukunft. Sonderschule, Werkstatt für Behinderte, Wohnheim. So, und wir möchten einfach diese Standardzukunft vermeiden. Mit 14 reift in Marie ein erster Berufswunsch. Ich will eigentlich eine Lehrerin sein, aber das klappt irgendwie nicht. Da brauchen wir ja Schulabschluss, sonst schaffe ich nicht. Doch 4 Jahre später hat sie ihn. Erst den Förderschulabschluss, dann den regulären Hauptschulabschluss an einem Berufskolleg. Sie nimmt eine Hürde nach der anderen. Toll, hast geschafft, endlich geschafft. Ich bin froh, dass ich das, meinen Hauptschulabschluss geschafft habe, weil ich ja nicht in den Behindertenwerkstatt gehen möchte. Da hat man ja so keine Freiheit. Ich will einfach, dass es einfach so ist, wie jeder das hat. Marie ist mutig, bewirbt sich an einer Hochschule als Bildungsfachkraft. 3 Jahre Ausbildung liegen noch vor ihr. Dann wird sie zur Expertin in eigener Sache. Sie wird Studierenden vermitteln, wie Menschen mit Behinderungen ticken, damit künftig alle besser zusammenarbeiten. Nur rund 1% aller Menschen mit geistiger Beeinträchtigung schafft den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt. Denn jedes 4. Unternehmen in Deutschland zahlt lieber eine Abgabe, als Menschen wie Marie einzustellen. Mit 23 ist sie da, wo sie hin wollte. Juhu! Endlich eine Festanstellung. Das ist einfach so schön, einfach jetzt einfach direkt in die Gesellschaft zu gucken, dass Inklusion für alles offen ist. Und jetzt ist es einfach so weit, wir sind hier. Aber nur, wenn wir Marie mitten unter uns willkommen heißen. Okay.